Burkert. Als nächster Redner für die Fraktion der FDP unser Kollege Oliver Luksic. Bitte schön, Kollege Luksic. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir widmen uns heute einem der wichtigsten Bereiche von Europa, der freien und grenzüberschreitenden Mobilität. Durch sie werden die Vorteile eines vereinten Europas im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar. Und ich halte es für besonders wichtig, dass sich der Deutsche Bundestag ausführlich mit diesem Thema befasst, denn Deutschland ist als Transitland im Herzen Europas von diesem Thema natürlich besonders betroffen. Das gilt auch für das Verkehrsweißbuch der Kommission. Wir begrüßen ausdrücklich als FDP-Fraktion, dass sich neue Verkehrskonzepte, und das steht in dem Weißbuch auch klar drin, nicht aufzwingen lassen. Wir brauchen hier Akzeptanz der Bürger, der Wirtschaft. Wir müssen wegkommen von ideologisch motivierter Umerziehungspolitik, wie es leider auch im Antrag der Grünen ein Stück weit herauszulesen ist. Deswegen unterstützen wir als FDP ausdrücklich den zentralen Satz im Weißbuch Verkehr, dass Einschränkung von Mobilität keine Option sein soll. Das ist auch Leitlinie liberaler Verkehrspolitik und Haltung dieser Koalition. Der Verkehrssektor darf auch nicht ausschließlich als Kohlendioxidverursacher betrachtet werden. Wir müssen uns vielmehr darum kümmern, die Herausforderungen zu bestreiten, wie die Zunahme des Verkehrsaufkommens in ganz Europa und natürlich besonders auch in Deutschland bewältigt werden kann. Wir glauben, wir brauchen hier ein Miteinander der Verkehrsträger, Komodalität statt erzwungener Verlagerung. Und unsere Regierung steht für Pragmatismus statt Ideologie. Und deswegen begrüßen wir, dass das im Weißbuch auch so klar so drin steht. Wir hätten uns aber klar gewünscht, dass es auch wirklich einen roten Faden gibt beim Thema Komodalität. Stattdessen finden wir auch, Kollegin Bellmann hat es angesprochen, einige dirigistische Maßnahmen, die wir kritisch bewerten. Beispielsweise immer wieder das Gedanken der City-Maut, dem wir wirklich eine klare Absage erteilen wollen, wie auch der Idee, dass in einer Innenstadt kein Auto mit konventionellem Antrieb mehr fahren darf. Für uns ist Subsidiaritätsprinzip kein Selbstzweck. Garantiert die besten Lösungen auf der richtigen Ebene. Wir meinen, Brüssel muss sich vielleicht noch mehr als bisher um grenzüberschreitende Verkehre bemühen, aber aus regionalem und lokalen Verkehren raushalten. Das geht Brüssel nichts an. Wir wollen stärker als bisher einen Austausch von Best-Practice-Lösungen der Mitgliedstaaten, da wo es möglich ist, statt europaweit vorgeschriebenen Regeln. Wir brauchen beispielsweise, wurde auch zu Recht angesprochen, im Bereich der Bodenabfertigungsdienste keine weitere Regulierung durch eine Verordnung. Die bestehende Richtlinie, die wir haben, ist ausreichend. Und wir sollten dort, wo wir ein hohes Niveau an Qualität haben, Premiumlösungen beispielsweise im Bereich der Fahrzeugüberwachung, das auch offensiv herausstreichen und auch in Brüssel vertreten. Denn es geht hier wirklich um die Zukunftsfähigkeit des Verkehrssektors, Mobilität in Europa. Und dafür brauchen wir auch neue Modelle und Ideen, beispielsweise im Bereich der Infrastrukturfinanzierung. Ohne verlässliche Finanzierung sind auch die schönsten Projekte leider nur für den Wunschzettel. Es kommt auf die Umsetzung in der Praxis an. Hier brauchen wir Innovationen in Zeiten knapper Kassen. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir trotz der schwierigen Haushaltslage als Koalition beschlossen haben, bei dem Koalitionsgipfel, dass wir 1 Milliarde Euro zusätzlich ausgeben für Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Das ist gut und das ist richtig. Wichtig ist auch, dass wir auf europäischer Ebene eine Anrechnung der Umweltkosten bekommen. Für die muss die Kommission ein Gesamtkonzept für alle Verkehrsträger vorlegen. Und ein Punkt, der unserer Fraktion besonders wichtig ist, wir müssen zügiger und effizienter als bisher Verkehrsprojekte realisieren, beispielsweise mit öffentlich-privaten Partnerschaften oder auch mit Projektanleihen, die die Europäische Kommission zu Recht vorgeschlagen hat, um mehr privates Kapital zu bewegen für große Infrastrukturprojekte. Das sollte meines Erachtens auch die SPD anerkennen, statt dies rundweg abzulehnen. Wichtig ist für uns, wir brauchen auch bei der Entwicklung neuer Technologien Deutschland als führenden Standort, beispielsweise in der Elektromobilität, bei anderen Zukunftstechnologien, und wir müssen auch unseren Spitzenplatz als Logistikweltmeister behaupten. Im Bereich des Schienenverkehrs, der eben ausführlich angesprochen wurde, ist für uns klar, alle Länder müssen Hürden abbauen.
Wir wollen einen fairen Wettbewerb. Welche Probleme wir in Europa immer noch haben, zeigen ja die Schwierigkeiten der Deutschen Bahn, wenn sie mit ihren Zügen durch den Eurotunnel fahren will. Wir brauchen also weitere Liberalisierungsschnitte beim Netzzugang, bei Trennung von Netz und Betrieb. Da ist gerade übrigens auch Deutschland gefordert, Herr Burkhardt. Sie müssen ja auch zur Kenntnis nehmen, es gibt auch Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Deswegen erwarten wir mit Spannung auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, weitere Vorschläge von Kommissar Kallas zur Öffnung der Eisenbahnmärkte. Dank Brüssel muss sich bei der Bahnpolitik auch hierzulande etwas bewegen. Herr Burkhardt, Sie haben eben die Gewerkschaftsstandpunkte noch mal vorgetragen. Man weiß ja manchmal nicht ganz, für was Sie reden, Gewerkschaft, SPD auf jeden Fall. Was Sie von der SPD hier vorschlagen, ist nicht nur rückwärtsgewandt, es ist europarechtlich unzulässig. Und das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen. Lassen Sie mich zum Ende sagen, dass die Koalition für ein vernünftiges Neben statt Miteinander der Verkehrsträger steht, statt erzwungener Verlagerung, wie es die Grünen wollen. Wir wollen eine Politik, die sich um konkrete Verkehrsprobleme kümmert. Wir brauchen innovative Konzepte wie Projektanleihen. Das ist unsere Auffassung vernünftiger Verkehrspolitik. Und ich glaube, wir müssen, und das ist auch der Auftrag an die Bundesregierung in Brüssel, so früh wie möglich proaktiv alles mit begleiten und gestalten. Unser Antrag bietet dazu eine sehr gute Grundlage. Wir haben hier gute Arbeit geleistet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Luksic. Nächster Redner für die